Wir feiern diesen Gottesdienst, weil Gott uns gerufen hat und weil er uns liebt und weil er mit uns zusammen sein will. Amen. Bitte nehmt Platz. Kennt jemand von den Kindern, egal ob die unter oder über 10 sind, Geschichten, die anfangen mit: Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Von den Römern besetzt. Also kennt schon jemand, oder? Kennt ihr auch die Geschichte, also wer sind die Helden, die immer alles lösen? Asterix und Obelix, genau, und der Miraculix auch nicht ganz unwichtig, ne, mit dem Zaubertrank und so. Und es gibt eine Geschichte, da müssen Asterix und Obelix Tragikomix und Falbala retten. Kennt ihr die? Die sind gefangen genommen worden und kommen nach Afrika. So, jetzt ist das Problem, dass Asterix und Obelix auch nach Afrika müssen. Wisst ihr, wie sie das machen? Du weißt? Wer weiß es? Ruft einfach mal rein. Sie müssen in die Legion eintreten, ne? Genau, das machen sie. In Wirklichkeit, sage ich euch jetzt mal nebenher, in Wirklichkeit war es in der Legion nicht so lustig, wie es bei Asterix ist. Aber mir ist eine Stelle eingefallen aus diesem Ding, wo sie in die Legion eintreten. Ja, da gibt es den Centurio, der sie da drillen soll, der sie trainieren soll als Soldaten. Und der bringt ihnen eins bei, nämlich, wie sie sich zu melden haben, wenn sie dem Vorgesetzten begegnen. Das habe ich mir aufgeschrieben, konnte ich mir nämlich nicht gleich merken. Also, und zwar sagt er dann zu ihnen, Centurio Hotel Terminus, erste Legion, dritte Kohorte, zweites Manipel, erste Centurie. Und das sollen sie auch machen. Und was passiert? Wir gehen hin. Asterix, Gallier. Haut irgendwie nicht hin und der arme Centurio verzweifelt. Und dann sagen sie, ja, wer bist du denn? Und er sagt, Centurio. Und dann sagt er, ach komm, das hat eh keinen Zweck mit denen. Warum sagen Asterix und Obelix nicht, dass sie zur ersten Legion, dritten Kohorte, zweiten Manipel, erste Centurie gehören? Warum? Ja? Ruft einfach rein.
weil sie nicht wirklich dazugehören. Ja, das stimmt. Genau. Das ist genau der Punkt. Und wollen sie wirklich dazugehören? Die wollen gar nicht dazugehören. Die wollen nur nach Afrika. Oder? Weil die wollen Falbala und Tragikomix retten. Warum erzähle ich euch die Geschichte, die ihr schon kennt? Weil da was ganz Wichtiges drin ist. Der Centurio, der gehört wirklich zur Legion. Und wenn ihr jemand fragt, wer er ist, dann sagt er, Centurio Teltaminus, erste Legion, ich muss nachgucken, ich weiß es nicht. Dritte Kohorte, zweites Manipel, erste Centurie. Das ist er. Er ist Centurio. Und wer ist Asterix und Obelix? Gallier. Und die Frage ist an der Stelle, wer bist denn du? Und wer sagt dir, wer du bist? Wer hat dem Centurio gesagt, wer er ist? Wahrscheinlich der Centurio, der ihn mal beigebracht hat, wie man Legionär ist, oder? Genau, und wer sagt denn dir, wer du bist? Also ich gebe euch mal eine Auswahl. Sagen euch das eure Eltern? Teilweise. Sagt euch das euer Lehrer? Also die Eltern können zum Beispiel sagen, du bist meine Prinzessin. Oder die können sagen, ey, nix klappt bei dir. Oder vielleicht sagt euch euer Lehrer, wer ihr seid. In der Grundschule geht das, glaube ich, noch ganz gut, weil die Lehrer erleben euch ganz und sagen, oh, mit dem Kind klappt es gut. In einer anderen Schule ist es vielleicht ein bisschen anders. Da heißt, oh, wenn der Mathelehrer den Namen hört von dem Felix, sagt er auch, Mathe, keine Ahnung. Dabei ist der in Deutsch super. Also die Frage ist immer, von wem lassen wir uns denn sagen, wer wir sind? Und ich gebe euch einen guten Tipp. Ich bin da selber noch am Üben, aber das ist auch das, worum es heute im Gottesdienst geht. Deswegen, wenn die Erwachsenen jetzt zugehört haben, dann habt ihr gleich was gelernt für das, wie es nachher weitergeht. Gut ist, wenn wir uns von Gott sagen lassen, wer wir sind. Weil Gott uns natürlich erst einmal komplett kennt, besser als unsere Eltern. Und weil Gott uns liebt, weil Gott was Gutes für uns will. Wir haben das gerade in dem Lied schon gesungen. Da habt ihr es gemerkt, alles, was ich kann, das kommt von Gott und es ist gut. Und Gott ist auch gut, dass wir sehen, wer Gott ist. Das sind die beiden Dinge, die ganz wichtig sind in unserem Leben. Davon hören wir im Gottesdienst als Erwachsenen noch mehr. Das weiß ich genau, wie es bei euch Kindern ist, weiß ich nicht genau. Aber nehmt das einfach mit, wenn ihr überlegt, wer ihr seid, dann überlegt, von wem ihr euch das sagen lasst. Und eine gute Entscheidung wäre, euch das von Gott sagen zu lassen. Lasst uns gemeinsam singen. Öffnet die Ohren für die Lieder des Lebens.
So, die Kinder dürfen in Kindergottesdienst gehen. Wir wünschen euch viel Segen, euch und den Mitarbeitern, die mit euch unterwegs sind. Die Chorsänger trauen sich noch nicht so richtig. Aber dann spreche ich euch jetzt was zu, dass ihr das nämlich gut macht und dass es schön ist, dass ihr da seid. Genau, heute ist der Chor da, ihr seht es schon. Die Einzelnen sind natürlich auch oft da, aber als Chor ist es schön, dass ihr jetzt hier vorne steht und mit uns singt. Und es ist auch die Einladung an uns alle, beim Singen nochmal wieder einen Zacken draufzulegen. Mir geht es da wie allen anderen auch. Ja, das Online-Gottesdienst war ganz gemütlich und da hat man sich das so angeguckt, aber eigentlich ist die Idee ja, früher hat mir jemand davon geredet, es wäre schön, wenn Gottesdienste interaktiv wären. Und ich gesagt, sind sie doch, du kannst da mitsingen, du kannst mitbeten. Das ist genau das, wo jeder von uns beteiligt sein kann und darf und soll. Der Monatsvers steht im Psalm 42 und der steht auch über dem Gottesdienst heute. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr diesen Satz wirklich so ganz mitsprechen könnt, aber ich glaube, dass jeder von uns immer wieder so einen Durst verspürt, einen Durst danach, nicht nur, wenn man vielleicht einen Tag lang draußen im Garten gearbeitet hat oder geradelt ist und merkt, oh, jetzt werde ich trocken, sondern auch einen Durst danach zu sagen, wo bin ich sicher, ja? Wer bin ich wirklich? Das, was ich gerade schon angesprochen habe bei den Kindern, wer sagt uns das? Und letzten Endes können wir das nur von Gott empfangen, dass er uns sagt, wer wir sind. Und ich wünsche uns, dass in diesem Gottesdienst wir davon was merken, dass Gott uns das sagt und dass auch wir mehr von Gott verstehen und merken, wer er ist. Weil dann kommt wirklich Wahrheit und Leben in unser Leben rein. Wir feiern heute auch Abendmahl und an der Stelle auch herzlich willkommen zu denen, die über den Livestream zuschauen. Ihr seid auch mit eingeladen zum Abendmahl. Herkommen ist wahrscheinlich für die meisten von euch nicht so ganz einfach, aber ihr könnt euch zu Hause einfach Traubensaft oder Wein und Brot bereitlegen, dass wir dieses Abendmahl gemeinsam mit uns feiern. Das gilt und funktioniert trotzdem, weil Gott hier und bei euch dasselbe ist. Lasst uns singen. Miteinander beten und zwar zuerst in Psalm. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen.
Ich hoffe, dass der Text gleich kommt. Wo ich den Psalm gelesen habe, ist mir eine Frage eingefallen, die der Jörg mal bei der Gemeindefreizeit losgelassen hat. Such jemand in der Runde, der den Psalm 103 auswendig kennt. Und ich dachte, Psalm 103 auswendig, wer soll denn das kennen? Aber der ist wirklich sehr bekannt. Ihr werdet es gleich sehen. Und in diesem Psalm tauchen von den Dingen, die ich gesprochen habe, schon einige auf. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin eigentlich damit groß geworden, mit dem Wissen, dass der Mensch ein Sünder ist und dass das unsere Realität ist. Stimmt auch, aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit. In diesem Psalm kommt das gut rüber. Da steht was drin davon, dass wir Sünden und Gebrechen haben, aber dass wir auch gekrönt sind von Gott. Und da steht was drin, wer Gott ist, weil Gott nämlich geduldig ist und so wie ein Vater ansieht und uns beschenkt. Und ich lade euch ein, dass wir das nicht nur miteinander lesen, sondern dass wir uns wirklich diese Worte verinnerlichen, indem wir sie gemeinsam beten und vor Gott aussprechen und uns auch gegenseitig zusprechen damit. Vielleicht machen wir es einfach mal so, wenn hier so viele hinter mir stehen, dass wir es so machen, dass wir hier vorne gemeinsam die vorgerückten Zeilen lesen und ich lade euch ein, die eingerückten Zeilen zu lesen und mitzubeten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir tut. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig. Geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unserer Sünden und vergibt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Lasst uns beten. Herr und Gott, du unser Vater, wir danken dir dafür, dass wir hier sind, dass wir uns hier versammeln können, dass es uns gut geht an ganz, ganz vielen Stellen. Wir danken dir für unsere schöne Kirche, wir danken dir für die Sonne, wir danken dir dafür, dass wir heute besonders singen mit dem Chor zusammen. Und wir danken dir dafür, dass du diese Wahrheiten in uns reinsprichst, dass du uns krönen willst. Und dass du ein Gott bist, der uns wie ein guter Vater gegenübersteht, der weiß, was wir brauchen und uns es gerne geben will. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns in diesem Gottesdienst begegnest, dass wir mehr von dem verstehen, wie du uns gedacht hast und wie unser Leben mit dir zusammen aussehen soll. Wir merken oft, dass wir auch in unserem Leben uns versuchen, um unsere Verantwortung drumherum zu mogeln, auf die eine andere Art und Weise. Und wir wollen uns heute darauf ansprechen lassen, wie wir wirklich sind und Verantwortung übernehmen für das, was wir tun und wie wir denken und das von dir prägen lassen. Und wir bringen all das mit, was uns belastet, die Krisen in unserer Welt, die großen, die uns alle betreffen und auch die kleineren Krisen in unserem persönlichen Leben. Herr, du siehst, was uns beschäftigt und wie oft unser Blick dann gar nicht mehr weiterreicht, wir nur noch auf unsere menschlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten schauen. Wir bitten dich, dass du unseren Blick da weitest, dass wir das sehen, was du getan hast und dass wir auch sehen, dass wir mit dem Sieger unterwegs sind und auch wenn es Rückschläge gibt, wir zum Schluss bei dir sein werden. Wir legen dir das ins Herz, was uns beschäftigt und bitten dich, dass du Lösungen schenkst und dass du uns hilfst, auch ein Teil diesen Lösungen zu sein. Wir bitten dich für den Kindergottesdienst, dass du den Kindern auch begegnest, dass sie merken, dass ihr Leben mit dir jetzt und hier beginnen kann und nicht erst irgendwann. Wir danken dir für das, was du dem Jörg in der Vorbereitung schon gezeigt und geschenkt hast. Wir bitten dich, dass du ihm
Segen gibst für das, was er uns zu sagen hat. So segne uns in diesem Gottesdienst. Amen. Schön. Das Thema Schuld, hochaktuell. Wie viele Menschen werden aneinander schuldig? Was geschieht nicht nur bei uns privat, sondern in der ganzen Welt im Moment wieder? Heute ist ein ganz alter Text vorgeschlagen, über 2.500 Jahre alt, aus dem Buch Hesekiel mit einem eigenartigen Sprichwort. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Weinbergen unterwegs wart. Man kann den Fehler machen, Trauben zu früh essen zu wollen, wenn sie noch so unreif, sauer sind. Habt ihr das schon mal gemacht? Die hier sind es nicht. Aber die anderen? Das fühlt sich an den Zähnen hinterher so pilzig an. Die Zähne werden stumpf, regelrecht. Diese uralte Erfahrung, schildert schon der Prophet Hesekiel, hat ein Sprichwort in Israel ergeben. In Hesekiel 18 finden wir das. Was ist das für eine Redensart, die ihr bei euch im Land Israel verwendet? Ihr sagt, die Väter haben saure Trauben gegessen und deshalb sind die Zähne der Söhne jetzt ruiniert. Die Luther-Übersetzung sagte noch, stumpf geworden. Ein Moment zum darüber nachdenken. Was bedeutet das? Väter essen saure Trauben und bei den Kindern werden die Zähne stumpf? Man braucht einen kleinen Moment, um das zu verstehen, aber wir haben heute ähnliche Sprichwörter. Man könnte so sagen, die Väter haben die Suppe eingebrockt und die Kinder müssen sie auslöffeln. Oder vielmehr, die Eltern brocken etwas ein und die Kinder sollen es auslöffeln.
Das merkt man spätestens dann, wenn man denkt, man erbt etwas Wunderbares und übernimmt beim Erben auf einmal auch die Schulden der Eltern. Für manche ist das ganz schön heftig, was in solchen Momenten passieren kann. Eine andere Generation ist es, die etwas eingebrockt hat, und die Jüngeren müssen es auslöffeln. Hochmodern. Ich habe schon gemerkt, das hat mich bereits in meiner Jugend aufgeregt, immer wieder torpediert zu werden mit Aussagen, dass die Schuldenaufnahme in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg so extrem zugenommen hat, bis in die 70er, 80er Jahre, dass es Generationen dauern würde, diese Schulden zurückzuzahlen. Hätte ich gewusst, was ich heute weiß, würde ich darüber lächeln, vermutlich. Wer soll die Schulden zurückzahlen, die wir jetzt im Moment machen? Es scheint beinahe maßlos, und dieses Reden von Schuldenbremse. Ja, unsere nachfolgenden Generationen haben einen gewaltigen Schuldenberg vor sich. Oder das andere Thema, das immer wieder kommt, Atomkraft. Ja, ich verstehe im Augenblick, man muss vermutlich alle Register ziehen, um mit der Situation, dem wegbrechenden Gas zurechtzukommen. Aber auf der anderen Seite ist es kaum offensichtlicher bei etwas. Man kann mit Brennstäben über 20, 30 Jahre Strom erzeugen, aber bis die Dinger wieder in Ordnung sind, da reden wir nicht nur von Zehntausenden von Jahren. Lasten werden hinterlassen, in die Zukunft verschoben. Und so richtig eine Idee, was man mit diesen Dingern machen kann, hat immer noch niemand, zumindest nicht in unserem Land. Über Klimawandel und Klimakatastrophe brauchen wir nicht reden. Oft genug werden wir erinnert, dass was unsere Generation jetzt nicht schafft, in den folgenden Generationen noch wesentlich dramatischer werden wird. Oder gehen wir in diese Thematik hinein zwischen Eltern und Kindern? Im Augenblick kann ich gar nicht anders, aber ich beschäftige mich auch mit dem Thema Schule. Was ist da in den letzten 2 Jahren passiert? Um zu merken, dass die mittlere Reife im Jahrgang meiner Tochter vieles schiefgegangen ist. Etliche, speziell der Jungs, fahren an die Wand in ihrer Prüfung im Moment. Was in anderen Jahrgängen noch halbwegs ging, jetzt im Moment wird offensichtlicher denn je, dass wo Elternhäuser eben nicht hinter der Bildung ihrer Kinder stark motivierend dahinter stecken, da wird es für die jüngere Generation schwierig. Mehr denn je scheint es so, in der Bildung der Kinder drückt sich aus, was von den Eltern übernommen wird und wie Eltern unterstützen. Ja, das mit den sauren Trauben, die die Eltern gegessen haben, und die Kinder bekommen etwas davon ab, das scheint so zu sein. Meine Generation lebt immer noch davon, dass wir mit unseren Eltern uns auseinandersetzen mussten mit dem Thema, was habt ihr denn gemacht im Zweiten Weltkrieg? Wie war denn eure Rolle und erst recht meiner Großeltern? Warum habt ihr nichts unternommen? Und ich merke, wie lange Zeit es in unserem Land gedauert hat, wieder einigermaßen klarzukommen mit dem, was damals war. Und das ist für mich eine der schlimmsten Vorstellungen der Auswirkungen dieses Kriegs im Moment zwischen Ukraine und Russland. Wie viele Generationen wird es brauchen, um solche Momente wie bombardierte Einkaufszentren wieder zu verzeihen und wieder in den Gedanken loslassen zu können? Was bedeutet es, wie viel Gewalt und Krieg in die Herzen und Seelen von Menschen einbrennt, was das für Folgen hat, noch Generationen darüber hinaus? Dieser Text von Hesekiel, was ist das für eine Redensart, die ihr bei euch im Land Israels verwendet? Ihr sagt, die Väter haben saure Trauben gegessen, deshalb sind die Zähne der Söhne jetzt ruiniert. Bei meinem Leben spricht Gott, der Herr, niemand in Israel wird diese Redensart noch verwenden. Etwas zum Hintergrund von Hesekiel. Hesekiel ist eine der wichtigen Stimmen im Exil in Babylon. Was war passiert? Was hatten denn die Väter angestellt? Was konkret vorgeworfen wird, erfahren wir beispielsweise im Buch Jeremia, wo deutlich wird, wenn ihr Gott nicht vertraut, sondern wenn ihr Bündnisse schmiedet mit Ägypten, wenn ihr euch aufrüstet, ihr werdet mit euren Möglichkeiten
gegen das große Babylon nicht bestehen. Schon Jesaja hatte gesagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ihr nicht auf Gott vertraut, sondern es mit eigenen Mitteln versucht, ihr werdet merken, eure Kräfte sind es nicht, die die Gegner abhalten werden. Und so ist diese Deutung der älteren Propheten im 7. Jahrhundert ziemlich eindeutig und im späten oder im frühen 6. Jahrhundert, das Volk Israel ist schuld geworden durch die eigenen Versuche, sich zu retten und hat Herrn Gott verlassen und das Vertrauen auf ihn zurückgelassen. Und deshalb ist es geschehen, diese Katastrophe im Jahr 597 und die noch schlimmere 587, als Jerusalem zum ersten Mal 97 erobert wurde und 87 zum zweiten Mal alles dem Boden gleich gemacht wurde. Der Tempel zerstört, die Mitte des Volkes Israel und seines Kultes sein Ende gefunden hat und alle, die noch übrig waren, auch im zweiten Versuch dann ins Exil nach Babylon verfrachtet wurden. Und da sitzen sie eine Generation später und jammern. In die Zeit stammte auch zum Beispiel dieses Psalmwort, bei den Wassern Babels saßen wir und weinten um den Zion, um die Vergangenheit, als alles noch versammelt war, um den Tempelberg, um Gott herum. Und jetzt sitzen wir hier zerstört an den Flüssen Babels herum und wissen nicht mehr weiter. Das war das mit den stumpfen Zähnen. Da sitzt eine Generation und sagt, wir können doch gar nichts dafür. Das waren unsere Eltern. Und hier sitzen wir im Exil und müssen die Suppe auslöffeln. Jahrzehntelang geht nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Was soll das Ganze überhaupt noch? Will ich noch Jude sein? Will ich noch zu diesem Volk gehören? Oder gibt es diesen Gott überhaupt noch? Und in dieser Zeit treten zwei, heute würde man sagen, Game Changer auf. Der sogenannte zweite Jesaja, ab Kapitel 40, und Hesekiel sind zwei Prophetenstimmen, von denen man annehmen kann, dass sie großen Einfluss hatten. Die haben gewagt, die Geschichte neu zu sehen, eine neue Perspektive zu eröffnen. Hesekiel, ganz großartig, erzählt auf einmal von einem Tempelwagen, wo Gott vorgestellt wird als beweglich unterwegs, eben nicht mehr im Zion in Jerusalem, sondern auf einmal jetzt sogar gegenwärtig im Exil. Dieser kühne Gedanke, Gott ist nicht gebunden an einen Tempel, an ein Gebäude, sondern bei uns, auch in der Fremde, an jeder Stelle ist Gott mit uns unterwegs. Und jetzt beginnen sie auch noch in anderer Weise Gott neu zu deuten und zu sehen. Und hier kommen wir eben an diese Stelle heran, Kapitel 18. Bei meinem Leben, spricht Gott der Herr, niemand in Israel wird diese Redensart noch verwenden. Jedes Leben gehört mir, das Leben des Vaters, genauso wie das Leben des Sohnes. Wer von den beiden eine Sünde begeht, der muss sterben. Das ist für unsere grausliche Fortsetzung, aber das ist typisch alttestamentliches Denken. Die Sünde schlägt auf den Täter zurück. Bei Paulus abgewandelt, die Sünde gebiert den Tod in Römer 6. Diese Vorstellung kommt hier sehr stark, aber das Erneuernde hier ist, es ist nicht mehr so, dass die Kinder quasi zur Rechenschaft gezogen werden für das, was die Eltern getan haben, sondern jedes Leben gehört Gott, das eine wie das andere. Und vor Gott ist alles anders zu denken. Das heißt für Israel, raus aus deiner unschuldigen Opferrolle, die du dir aufgebaut hast. Du magst erst nachträglich im Exil geboren sein, aber nimm es ernst, wie du jetzt dein Leben führst. Ob du jetzt darauf vertraust, es gibt diesen Gott, der uns wieder herausholen wird aus dem Exil. Es gilt ihm zu vertrauen, auch in Notsituationen und schwierigen Situationen, diese neue Botschaft anzunehmen, zu übernehmen und zu sagen, ja, mit diesem Gott kann ich in die Zukunft gehen, finde ich wieder Hoffnung. Natürlich haben meine Eltern etwas angestellt, ich muss Dinge mit auslöffeln, aber entscheidend ist, wie ich jetzt hier und heute vor Gott stehe und mit Gott lebe. Sich dessen bewusst zu machen, was damals auf einmal diese neue Botschaft für das Volk Israel war, bedeutet auch für euch genau das Gleiche. Ihr steht vor Gott, nicht mit dem, was andere getan haben oder euch antun, sondern mit dem, wie ihr seid.
Wir singen miteinander: Herr, ich komme zu dir, gerade so, wie ich bin. So wie ich bin, alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume Ezekiel ist in mehrerlei Beziehungen so ein Bindeglied zwischen altem Denken und etwas ganz Neuem, was ganz dicht auch an unsere Erfahrung heute ist. Hier eine klare Ansage. Weder muss der Sohn die Schuld seines Vaters, noch der Vater die Schuld seines Sohnes verantworten. Egal, was die Menschen um dich herum alles angestellt haben und was deshalb in deinem Leben so schief erscheint, nein, du bist für dich zuständig und zunächst einmal nur für dein Denken und Handeln. Der Gerechte erfährt die Folgen seiner Gerechtigkeit, der Frevler muss die Folgen seiner Bosheit tragen. Weiter sagte Gott: Was geschieht jedoch, wenn sich der Frevler von seinen Sünden abwendet, wenn er meine Ordnungen achtet und nach Recht und Gerechtigkeit lebt? Dann wird er gewiss am Leben bleiben. Er muss nicht sterben. Ein kühner, weitreichender Gedanke. Menschen können sich von ihren Taten lösen. Sie können neu anfangen. Sie bekommen eine zweite Chance. Gott behaftet dich nicht bei dem, weder was deine Eltern angestellt haben, noch bei dem, was in deiner Vergangenheit schiefgelaufen ist. Es gibt für dich einen echten Neuanfang, vor allem auch in der Beziehung zu Gott, aber letztlich auch zu dir selber und zu anderen Menschen. Wer gestolpert ist, wer in Sackgassen gelandet ist, kann umkehren, kann neu anfangen. Vielleicht eine der wichtigsten Botschaften des christlichen Glaubens. Du kannst dich aus deiner eigenen Vergangenheit lösen, Neuanfang ist möglich. Wow.
Das ist auch, warum wir Abendmahl feiern, nicht nur heute. Immer wieder im Abendmahl feiern wir, dass Gott die zweite Chance gibt. Und manchmal brauchen wir auch die dritte, vierte oder fünfte Chance. Aber Gott gibt dir die neue Chance, gibt immer wieder Möglichkeiten, neu zu beginnen und will dich nicht bei Vergangenem behaften. Ein neues Gottesbild schimmert hier durch. Eben nicht die Frage, gibt es Gott überhaupt, wie im Exil vielleicht gefragt wurde, sondern wie ist Gott? Sind Götter danach zu messen, wie stark sie sind, wie hart sie diejenigen strafen, die gegen sie vorgehen oder was auch immer? Wir ahnen, dass in diesen Worten ein neues, liebendes Gottesbild durchschimmert. Keines der Verbrechen, die er begangen hat, wird mehr berücksichtigt werden, heißt es. Wegen seiner gerechten Taten oder ihrer werden sie am Leben bleiben. Ich habe gewiss keine Freude daran, wenn ein Frevler sterben muss. Ich freue mich aber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Gott, der sich freut über jede und jeden, die umkehren, die diese zweiten, dritten, vierten, fünften Chancen nutzen und neue Wege mit Gottes Hilfe einschlagen. Und da sind wir schon ganz nahe an der neutestamentlichen Szene hier im Raum, abgebildet vom Vater, der mit offenen Armen auf den Sohn wartet, der bei den Schweinen gelandet war und völlig auf Abwege geraten war. Ein Bild von Gott, das Gott nicht als den Herrn der Heerscharen, der mächtig strafend mit dem Schwert reinschlägt, zeigt, sondern ein Gott wie Vater, der einen erwartet und liebend in die Arme schließen will. Das Urbild der zweiten Chance etwa, die Geschichte, als Jesus selber am Kreuz hängend dem anderen neben ihm Gekreuzigten zusagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt sogar die very last minute chance in der Bibel. Faszinierend. Ein Gott, der zweite Chancen einräumt, der einen nicht behaftet bei der Vergangenheit, erst recht nicht bei der Vergangenheit anderer, was die für einen eingebrockt haben. Noch einmal zurück zum Grundgedanken von diesen Verhängniszusammenhängen. Das Verhängnis, dass andere etwas Falsches machen und ich dafür die Zeche bezahle. Es stimmt. Wir leiden unter Fehleinschätzungen der Vergangenheit. Auf der politischen Ebene genauso wie auf der persönlichen. Wir leiden unter Fehlern, die wir früher einmal gemacht haben oder andere an unserer Seite. Und es geht noch viel tiefer. Ich habe mir in den letzten Jahren oft in der Beratungsarbeit Gedanken gemacht über das, was unterbewusst bei uns abläuft. Und ein Wort ist mir immer häufiger begegnet: Reinszenierung. Ich erlebe, wie Menschen Fehler, die sie von anderen übernommen haben und Verhaltensmuster selber ausagieren. Wie Kinder beginnen, die Teufelskreise etwa, die sie an ihren eigenen Eltern erlebt haben in der Beziehung, dass einer immer mehr zurückweicht und die andere immer mehr Nähe einfordert oder umgekehrt, dass solche Dinge sich bei den Kindern reinszenieren. Und dass Menschen, die erleben, wie Scheitern in Beziehungen, in den Elternbeziehungen sich auf einmal auch im Leben der Kinder fast verhängnishaft zu wiederholen scheint. Oder noch schlimmer, Missbrauchsthemen. Dass ein Missbrauchsfall in einer Familie über 3, 4 Generationen zu Gewalterfahrungen und Missbrauchserfahrungen der Folgegenerationen geführt hat. Und dass man manchmal gar nicht weiß, woher kommt das. Aber ich spüre in mir einen Drang, etwas zu tun, was zutiefst destruktiv ist. Und ich spüre und ertappe mich dabei, dass ich eigentlich Dinge reinszeniere, die ich von woanders übernommen habe. Dass meine Unfähigkeit zu Beziehungen, zu Konflikten etwas ist, was ganz tief in mir ist. Die Unfähigkeit zu lieben, sich lieben zu lassen, ist fast so etwas wie eine Volkskrankheit geworden.
Eine richtige Nähe- und Distanzbeziehung aufzubauen, ist total schwierig. Ja, und es stimmt auch in unserem persönlichen Bereich. Oft reinszenieren wir Dinge, die eigentlich gar nicht ursprünglich von uns kommen. Eine der ganz heimtückischen Dinge ist auch, wenn wir merken, das Verhalten bei jemand anderes erscheint mir sehr schwierig. Ganz verwerflich, was die da macht oder der da. Fast immer hat das etwas mit mir zu tun. Es ist dieses, was von Jesus in der Bergpredigt angedeutete Splitter- und Balkenprinzip. Was siehst du den Splitter im Auge des Nächsten und merkst den Balken in deinem Auge nicht? Die Dinge, die mich an anderen stören, haben fast immer etwas zu tun mit mir, mit dem, was ich schon angestellt habe und was mich letztlich an mir selber stört, obwohl ich mir das schön geredet habe oder es verdrängt habe. Und genau das ist doch das, was das Buch Hesekiel uns hier deutlich gemacht hat. Wenn ihr jetzt Abendmahl feiert, dann fangt mal zuerst bei euch an. Das Thema Schuld. Redet nicht über eure Eltern oder über eure Lehrer oder die Gesellschaft oder über die Russen, Putin, wen auch immer, sondern redet heute mit Gott über euch, das Ich selber vor Gott. Was ist es, was in meinem Leben mit stumpfen Zähnen zu tun hat? Und vielleicht ist der erste Schritt, sich selber anzuschauen und sich mit Kritik von außen auch einmal zu konfrontieren, Feedback anzuhören von anderen und die eigenen Idealbilder, die man von sich gemacht hat, loszulassen und zu wissen, ja, auch in meinem Leben gibt es destruktive Verhaltensmuster, unter denen ich, aber auch andere leiden. Wenn wir Abendmahl feiern, geht es nicht darum, für andere zu bitten, sondern mit Gott über sich selber zu reden. Gott etwas in unser Leben hineinsprechen zu lassen. Und die gute Nachricht, die schon Hesekiel hier deutlich gemacht hat, du kannst dich lösen von Verhängniszusammenhängen. Du musst in deinem Leben nicht Probleme anderer inszenieren. Du kannst lernen, mit Gottes Hilfe zu erkennen, wo sind in meinem Leben Teufelskreise und Verhaltensmuster, die nicht gut sind. Wo sind Dinge, die mich an anderen stören, die aber mit mir als Person zu tun haben, die ich vor Gott loslassen möchte und ihn bitten möchte, dass er mir hilft, mit diesen Dingen ganz neu umzugehen, herauszukommen aus diesen Mustern. Abendmahl ist eine Feier der Befreiung. Und eines, wovon wir befreit werden, sind diese Verhängniszusammenhänge, dass Dinge, die von unseren Eltern oder anderen in der Gesellschaft, in unserem Leben drohen, immer wieder Realität zu werden, nicht sein müssen. Dass Umkehr möglich ist, manchmal auch nötig ist. Es ist diese Einladung, mit Gott zu besprechen, was es braucht in meinem Leben, damit ich frei und liebend vor Gott stehen kann und wieder fähig werde, mein Leben anzunehmen, und auch das Leben der Menschen um mich herum. Wir nehmen uns einige Momente der Stille, um mit Gott zu reden. Deshalb prüfen wir uns vor Gott und bitten um Vergebung. Mein Gott und Herr, ich bekenne dir, dass ich gegen dich gesündigt habe. Nicht nur offensichtliches Unrecht,
sondern auch meine Gerechtigkeit gegen dein Wort und deinen Willen. Neid und Hass, Lieblosigkeit und Lüge. Du weißt, wo ich deinen Weg nicht gegangen bin, obwohl ich ihn gesehen habe, wo ich über andere geredet habe, anstatt mit ihnen, wo ich auf Kosten anderer versucht habe, mich ins rechte Licht zu rücken und wo mein Verhalten Frieden, Gerechtigkeit und deine Schöpfung zerstört. Das bereue ich von Herzen. Im Vertrauen auf deine Güte bitte ich um Jesu Christi willen. Gott sei mir gnädig. Vergib meine Schuld und wirke eine neue Hingabe an dich. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Im Namen Jesu Christi verkündige ich euch die Vergebung aller eurer Schuld. Amen. Wir werden das Abendmahl heute wieder so feiern, wie wir es vor 4 Wochen schon einmal getan haben, mit Intinktion, das heißt Eintunken eines Stückes Brot. Beim Andreas bekommt man ein Stück Brot, kann das dann in die Hand nehmen, bei mir es kurz in den Saft eintunken und dann in aller Ruhe vor dem Kreuz, vor Gott, zu sich nehmen. Und wer möchte, darf dann anschließend noch eine Kerze drüben anzünden. Diese Kerze kann stehen für eine Last, die ich bei Gott loslassen möchte, für einen Menschen zu beten, an den ich denken möchte, irgendetwas, was ich mit Gott in diesem Moment besprechen möchte, das noch mit einer Geste auszudrücken, uns immer bewusst zu sein, Gott hört, was ich ihm zu sagen habe. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach: Nehmt und esst, tut dies zu meinem Gedächtnis.
Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, segnete ihn und sprach: Dies ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So oft ihr vom Kelch trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr vom Brot esst und vom Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er wiederkommt. Amen. Wir singen heilig. Denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Amen. Christi Blut für dich vergossen. Thank you.
Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt, der dein Leben vom Verderben erlöst. Geht hin in Frieden, unser Gott des Friedens ist mit euch. Amen. Wir wollen beten. Barmherziger Gott, du kennst uns durch und durch. Du kennst auch die Schattenseiten unseres Lebens, wo wir mit Liebe nicht gut umgehen können, wo wir selber Gewalt und Hass in unseren Herzen spüren und Aggression, Angst, die uns leitet, all diese Dinge, die uns das Leben verdunkeln und schwer machen, die unsere Beziehung zu uns selber und zu anderen so manchmal durchkreuzen, manchmal unmöglich machen. Hilf uns, diese Dinge bei dir loszulassen. Uns selber zu begegnen, zu spüren, wo wir Dinge reinszenieren, wo in unserem Leben die Zähne stumpf werden durch die Trauben, die andere gegessen haben, wo wir Sprüche nachplappern, Verhaltensmuster übernommen haben und wo wir spüren, dass es uns nicht gut tut, den falschen Stimmen zuzuhören, die an unser Ohr dringen. All das lassen wir bei dir, bitten dich um Befreiung, um neues Leben, um neue Liebe, um Kraft für die bevorstehenden Tage und Wochen. Höre uns, wenn wir gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Schön, den Chor mal wieder an Bord zu haben. Kleine Voraussage, in 2 Wochen kriegen wir auch den Posaunenchor vermutlich mal wieder an Bord. Schön, dass solche Dinge möglich sind und dass wir wieder so frei feiern dürfen. Ich grüße auch alle, die mal wieder im Gottesdienst sind. Manche, die wir nur von Zeit zu Zeit sehen können, weil sie einen sehr, sehr langen Anfahrtsweg haben. Schön, dass wir wieder verbunden sind. Es liegt eine ganz schön heftige Zeit hinter mir. Ich war vor 3 Wochen zuerst mal mit meiner Frau 1 Woche in Hohenschwangau. Das sind wieder solche kleinen Momente, wo immer wieder Menschen begegnen, sagen, ja, dich kenne ich besonders gut schon, du mich nicht, aber macht nichts. Wir bekommen immer wieder Grüße von Menschen, die uns begegnen, die uns regelmäßig im Livestream sehen. Da gibt es ganz skurrile Sachen, also in dem Fall Jens und Claudia, direkte Freunde von Ihnen waren mit dort, die ich kennenlernen durfte. Also ich kenne jetzt noch mehr Leute aus eurer Ecke in Sachsen drüben. Also erstaunlich, wie viele Menschen uns immer wieder grüßen. An der jährlichen Konferenz dann wiederum letzte Woche hat mich einer angehalten und hat gesagt, hey, inzwischen weiß ich auch, dass für dich der Blautopf ein Urbild für die Fülle und Unergründlichkeit der Weisheit Gottes ist. Sogar Kollegen gucken uns gelegentlich zu. Es ist mal spannend, das zu hören. Wir freuen uns über die Verbundenheit mit vielen Menschen und sind sehr dankbar. Nebenbei diejenigen, die das Ganze entweder gleichzeitig oder zu Hause anschauen, wir blenden euch gleich einen QR-Code ein. Ihr dürft uns trotzdem gerne in Form der Kollekte jetzt noch unterstützen. Es tut uns gut, wenn wir gerade den technischen Aufwand immer wieder auch finanziell abfedern können. Für euch hier im Raum, ihr dürft gerne auch beim nächsten Lied noch eine Kollekte einlegen. Die Termine der kommenden Woche, vieles ist wieder am Werden. Ihr findet sie auf der App, was im Einzelnen passiert. Kommendes Wochenende werden 16 unserer Frauen, war der aktuelle Stand. Die 16 sind seit 3 Tagen auf einmal auf 19. Wenn jeden Tag noch eine dazukommt, seid ihr nächste Woche, kann man dann ja ausrechnen, also zurückkommt ihr dann auf einmal mit 26. Wäre schön. Gleichzeitig werden wir hier trotzdem Gottesdienst feiern, also Männer allein und verlassen zu Hause. Wir feiern miteinander Gottesdienst. Wir freuen uns, dass das so möglich ist. Es wird hoffentlich auch mit gutem Wetter gekrönt werden. Auf die nächsten Freizeiten möchte ich euch auch deswegen jetzt schon aufmerksam machen und auf die nächsten Aktivitäten diesbezüglich. Ich fange mal an mit dem Sommernachtsfest, das geplant ist. Am 15. Juli, wir blenden dazu gerade noch einen von Manfred Höck vorbereiteten Flyer ein. Stellt euch jetzt schon drauf ein, wir werden nicht so viel Musik haben wie im vergangenen Jahr, da war das ja fast eher ein Konzert mit ein bisschen Background-Programm, sondern wir wollen vor allem Zeit viel miteinander verbringen, dass wir grillen, miteinander reden und trotzdem wird es auch Musik mit den Kindern geben, Bewegungslieder. Wir werden auch Zeiten haben, wo wir gemeinsam Andacht und mit Gottes Lob und Ehre miteinander verbringen werden und auch die besondere Akustik zum Abendausklang in unserem Theatron genießen. Wer kann, kommt an diesem 15. Und jetzt eine Bitte. Wir haben eine wunderbare App. Nur die wenigsten haben bisher die Anmeldefunktion entdeckt, die bei jeder Veranstaltung da ist. Es hilft uns, wenn ihr euch anmeldet damit. Einfach ein Klick drauf, ich bin dabei, dann wissen wir Bescheid und wissen, oh, derjenige kommt für den 3 rote Würste extra oder sowas, dass wir planen können. Wenn wir mit 70, 80, 90 Leuten rechnen, brauchen wir mehr zu essen, als wenn es nur 30 sein werden. Also bitte meldet euch an, falls das Wetter nicht mitmacht, fällt es aus, leider. Aber so wird es dann sein. Ebenso möchte ich euch auf die Gemeindefreizeit aufmerksam machen. Es wird auch da wieder um das Thema Gemeinschaft gehen. Magnetz Ried grüßt, die ersten Anmeldungen sind eingetrudelt auf der Homepage und über die App findet man, wie man das genau machen kann. Damit wir planen können, wäre es gut, möglichst früh zu erahnen, wer dabei sein möchte. Es gibt genügend verschiedene Möglichkeiten des Übernachtens. Es gibt die Möglichkeit für Ehepaare oder so in einem Doppelzimmer. Falls jemand dazu Fragen hat, wendet euch doch an die erfahrenen Magnetz-Ried-Fahrer
ansonsten an Manfred Höck zum Beispiel, oder kommt auch zu mir oder zu Yvonne oder zu Ilona, oder kann man auch im Gemeindebüro und bei Helga sich melden, wenn man möchte. Wir geben euch die Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Noch ein letztes Thema. Wir waren uns noch nicht so ganz sicher, ob das wie das sein wird. Am 24. Juli ist noch einmal die Möglichkeit zur Mitgliederaufnahme in die evangelisch-methodistischen Kirche. Für diejenigen, die noch nicht getauft sind, wäre das auch mit einer Taufe verbunden. Es kann und wird vermutlich auch so sein, dass wir an diesem Tag auch eine Kindertaufe noch dabei haben. Wir wissen im Augenblick noch nicht, wer bei uns sich aufnehmen lassen möchte. Jetzt wird es aber ein bisschen dringlicher. Meldet euch doch bitte bei mir persönlich. Entweder per E-Mail oder sprecht mich nach dem Gottesdienst an, wenn euch das Thema Mitgliedschaft interessiert. Ich habe die nächsten Wochen vor allem meine Mittwochabende dafür reserviert, wenn jemand das Gespräch sucht und noch nähere Informationen braucht. Was für eine Kirche sind wir überhaupt? Was bedeutet Mitgliedschaft? Zum Beispiel, viele haben noch nicht gehört, dass man aus der evangelischen, lutherischen Kirche kommend gar nicht mehr austreten muss, sondern dass man zu uns überwiesen werden kann. Seit 1. Januar ist das möglich. Das sind solche Dinge, über die wir gerne ins Gespräch kommen. Wer sich mit diesem Thema beschäftigt, bitte meldet euch bei mir in geeigneter Form. Gibt es was zu ergänzen, was irgendjemand hier gerade noch sagen würde, oder war das umfänglich? Ich habe sehr genossen, heute mehrstimmig im Gesang uns verbunden zu hören, und auch unser letztes Lied, der Segen, den wir singen, wird mehrstimmig sein, Gelegenheit zur Kollekte, aber der Chor wird uns jetzt hier vorne nochmal unterstützen, oder? Wunderbar. Wir stehen uns in der Gottes. Zu Sorge möchte ich nicht, sondern wir haben was euer Bitten und Flehen mit Danksagung vor Gott kommen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.